Ja, hallo und herzlich willkommen wieder hier bei www.nmodellbahn.de. In unserem vorletzten Beitrag habe ich euch gezeigt, wie wir eine Digitalkupplung in die Baureihe 290 von Minitrix eingebaut haben. Ja, dabei handelt es sich um eine Kreuzkupplung und wie bereits im vorigen Video erwähnt, habe ich mir noch das Konkurrenzmodell von der Firma SD Modell bestellt und die Kupplungen müssen sich heute gegeneinander beweisen. Um das zu tun, baue ich mir die SD-Kupplung noch schnell in meine Lok ein. Geht im Prinzip genauso wie im vorigen Video schon mit der Kreuzkupplung gezeigt und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, das hier ist, wie bereits im letzten Video gezeigt, das Modell der Firma Kreuz. Und hier in diesem kleinen Schächtelchen habe ich die Kupplung von der Firma SD Modell bekommen und die beiden schauen wir uns jetzt mal im Detail ausgepackt ein bisschen genauer an. Hier auf dem Bild könnt ihr in der rechten Seite die neue SD-Kupplung sehen und auf der linken Seite die bereits seit ein paar Jahren vorhandene Kreuzkupplung. Beide Kupplungen arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Sie haben unten eine Magnetspule eingebaut und der Kupplungsbügel oder Kupplungshaken, wie auch immer man sagen möchte, wird durch einen Magneten angehoben, wenn diese Magnetspule mit Strom belegt wird und ein Magnetfeld erzeugt. Das Ganze kann man simulieren mit einem magnetischen Schraubenzieher. Und das führe ich euch bei beiden mal ganz kurz vor. Also die SD-Kupplung hier hebt dann eben an. Und bei der Kreuzkupplung ist es ähnlich. Ja, bei der SD-Kupplung muss ich ein bisschen aufpassen, weil der Kupplungsbügel sich schon gefühlte 100 Mal gelöst hat beim Auspacken und beim näher Betrachten. Das liegt einfach daran, während die Kreuzkupplung wie eine Standardkupplung direkt in den Normschacht eingesteckt wird und das Ende auch relativ ähnlich aussieht, da ist es bei der SD-Kupplung so, dass die einen äußeren Bereich hat, der um die Standardkupplungsaufnahme herumgeht, was im Normalfall bei einer Standardkupplung nicht der Fall ist. Und dann hat sie noch einen inneren Bereich, der sich normal in die Kupplung einsteckt. Hier habe ich euch zum Vergleich nochmal eine Standardkupplung rechts außen daneben gelegt. Wie man sehen kann, kommt die SD-Kupplung der Standardkupplung schon recht nahe, was den Kupplungshaken betrifft. Also um nicht zu sagen, er ist eigentlich identisch nach Norm gefertigt. Die Kreuzkupplung hingegen hat eigentlich die nahezu identische Aufnahme an der Rückseite zum Kupplungsschacht, wohin eben sich, wie bereits erwähnt, die SD-Kupplung unterscheidet. Bei der Kreuzkupplung ist es ja so, die ist universell für TT und N gefertigt. Das heißt, hier muss für N hinten das letzte Stück noch abgeschnitten werden. Ein weiterer Unterschied, den man bemerkt zwischen SD-Kupplung und der Kreuzkupplung, das sind die Drähte. Und zwar haben wir hier zwei Kupferlackdrähte bei der Kreuzkupplung ganz links und bei der jetzt in der Mitte befindlichen SD-Kupplung sind es zwei dünne isolierte Litzen. Bei der Kreuzkupplung war zudem der eine Draht eingekürzt, der den Minuspol darstellt. Bei der SD-Kupplung ist ein Draht mit einer weißen Farbe am Ende markiert. Und es liegt der SD-Kupplung auch eine kleine Beschreibung bei, in der vermerkt ist, dass es sich hierbei bei dem markierten Kabel um den Pluspol handelt. So, jetzt habe ich mir gedacht, baust du ganz schnell die SD-Kupplung ein. Geht ja auch ganz einfach, Pustekuchen. Wie immer gab es dann ein kleines Problem, wenn man denkt, man ist schnell fertig. Und ja, was das ganze Problem an der SD-Kupplung ist und warum das ausgerechnet mich bei der Baureihe 290 jetzt getroffen hat, das zeige ich euch jetzt noch kurz, bevor wir zum eigentlichen Vergleich kommen. Ich habe es eingangs ja schon mal erwähnt, wie man hier sieht, ist die Kupplung so konstruiert, dass sie sich um den Normkupplungsschacht herumlegt. Nun hatte scheinbar bei der Baureihe 290 Minitrix einen ähnlichen Gedanken. Wie man hier erkennt, an diesem schwarzen Gehäuse, das ist der Normkupplungsschacht und dieser wiederum steckt in einer eigenen Aufnahme von Minitrix am Drehgestell. Warum Minitrix das gemacht hat, ist mir rätselhaft. Bei anderen Minitrix-Loks finde ich das Prinzip nicht vor,
Da ist der Kupplungsschacht zum Beispiel in Form einer Kinematik direkt montiert. Und dort habe ich auch probiert, die SD-Kupplung mal spaßhalber einzusetzen. Das klappt problemlos, ging also wunderbar. Nur hier bei der Baureihe 290 wird der Kupplungsschacht eben selbst nochmal umrahmt oder sitzt eben in einer Halterung. Und diese blockiert sich jetzt, da sie also ebenfalls den Kupplungsschacht umfasst, ja, blockiert diese jetzt die SD-Kupplung. Denn beide versuchen, den Kupplungsschacht zu umgreifen. Ich habe jetzt die eigentliche Kupplungsaufnahme einmal entnommen und man sieht hier die reine Verkleidung des Drehgestells, die hier dunkelgrau ist. Der Kupplungsschacht selbst ist schwarz. Und man sieht jetzt hier die beiden Nasen, diese Flügel, die den Kupplungsschacht rechts und links halten. Und hier die beiden Auflagerflächen mit dem Loch für den kleinen Zapfen, der sich in der Kupplungsaufnahme befindet. Der wird hier eben eingeklipst und eben durch diese beiden Flügel hier seitlich fixiert. Das wesentliche Problem stellen jetzt eben diese beiden Flügel dar. Die werde ich einkürzen müssen. Schön finde ich die ganze Lösung nicht. Also an analog rumschnippeln und so weiter ist nicht unbedingt mein Fall. Ich habe jetzt hier die Aufnahme des Kupplungsschachtes am Drehgestell etwas eingekürzt. Und zwar also diese beiden Nasen oben und unten habe ich eingekürzt. Zuerst mit einem kleinen Seitenschneider, da bin ich aber nur bis hier vorne rangekommen, weil da hinten war nicht möglich. Dann habe ich das Cuttermesser angesetzt. Damit konnte ich die ganze Sache dann noch etwas weiter einkürzen. Sinn und Zweck des Ganzen ist einfach, die SD-Kupplung muss noch ein Stück weiter nach hinten geschoben werden und auf der Unterseite des Kupplungsschachtes kann man eben diesen Verbindungssteg entfernen und macht dann den Platz an der Kupplung frei, aber die Flanken müssen trotzdem den Kupplungsschacht weiter nach hinten umgreifen. Man muss auch gut überlegen, wenn man solche Umbauten hier vornimmt, also bitte nehmt mich nicht in Haftung dafür. Ihr müsst wissen, Minitrix verkauft laut Ersatzteilliste das Drehgestell und diese Drehgestellverkleidung, um die es geht, die man hier einkürzt und die ihr gegebenenfalls, wenn ihr merkt, oh, das ist Mist, ich möchte das wieder in den Urzustand zurückversetzen, dann müsste man die als Ersatzteil bestellen und das geht nur mit dem Drehgestell zusammen, wenn ich die Ersatzteilliste richtig verstehe und das kostet pro Drehgestell 25 Euro nach aktuellem Preis. Also sich einfach vorm Schneiden überlegen, ob man das tatsächlich machen möchte oder nicht. Ja, auch wenn das Ganze hier schon fertig aussieht, es ist leider noch nicht fertig, die Kupplung ist nur probehalber eingesetzt. Hier hinten liegen mir noch die Kabel rum, die müssen noch eingezogen und angeschlossen werden an der Lok. Dazu muss ich die Kupplung noch mal kurz rausnehmen, aber ich empfehle jedem, die Kupplung vorher probehalber einzusetzen, um eben sicherzustellen, dass sie das richtige Spiel hat, dass sich die Kupplung eben montieren lässt. Und wie wir jetzt sieht, wir testen es nochmal mit einem magnetischen Schraubenzieher, klappt das eigentlich ganz gut. Kann man hier schauen, dass die Kupplung anhebt und vor allem, wo ich vorhin das Problem hatte, mir ist die Kupplung nicht mehr abgefallen. Also sie hat sich angehoben, aber sie hat dann geklemmt und ist nicht mehr abgefallen. In der Bedienungsanleitung bei SD-Modell steht hier drin der Vermerk, dass die Federnase des Kupplungsschachtes, die sich in der Mitte befindet, etwas hochgebogen werden soll. Das war aber in dem Fall hier gar nicht das Ausschlaggebende, denn hier ging es wieder um diese Thematik, dass ich die SD-Kupplung um den eigentlichen Normschacht herum legt und dass die Hersteller doch ein paar Fertigungstoleranzen haben. Und bei Trix ist dieser Normschacht, der weitet sich nach vorne minimal ein bisschen auf. Der geht also leicht konisch nach vorne. Dadurch war er im Prinzip einfach ein bisschen zu eng und zu straff in der Umklammerung von der SD-Kupplung gesessen und hat einfach zu einer leichten Verklemmung geführt. Mir ist nichts anderes übrig geblieben, als den Normschacht von Minitrix seitlich die beiden Flanken ein bisschen abzufeilen. Das ist vielleicht ein Zehntel oder zwei Zehntel Millimeter und dadurch hat sich die Verspannung gelöst und das System scheint jetzt soweit frei zu funktionieren und bewegt sich, denn die Kupplung geht im Prinzip durch die Magnetwirkung nach oben, aber sie fällt eigentlich nur durch die Schwerkraft wieder nach unten.
wenn man sich nun den direkten Vergleich der beiden Kupplungen anschaut, dann gibt es so ein paar Punkte, die ich mir überlegt habe, anhand ich den Vergleich bewerten möchte. Und die zähle ich euch jetzt mal kurz auf. Als erstes ist da der Anschaffungspreis zu nennen. In diesem Punkt unterscheiden sich die beiden Kupplungen eigentlich kaum. Ich habe euch die Anschaffungspreise mal eingeblendet. Im Wesentlichen geben sich die Preise von den beiden Kupplungen aber nichts. Ja, das Erscheinungsbild der beiden Kupplungen. Ich habe immer gesagt, die SD-Kupplung wirkt für mich ein bisschen klobiger. Das tut sie auch jetzt noch, liegt daran, dass der Kupplungsbügel halt der Standardkupplung ähnelt oder eigentlich eine komplette Standardkupplung ist. Und die sieht von Haus aus nicht unbedingt so filigran aus, während der Kreuzbügel mit seinem dünnen Blech ein bisschen eigenartig wirkt, aber gleichzeitig auch etwas schlanker und filigraner daherkommt. Beide haben dann aber unten einen ziemlichen Klotz an der Kupplung hängen, in der einfach die Spule verbaut ist. Das lässt sich wohl nicht ändern und ja, wahrscheinlich auch in Zukunft. Dann ein ganz wesentlicher Punkt ist der Einbauaufwand. Hier punktet meiner Meinung nach die Kreuzkupplung. Man muss zwar, da sie eben für N und TT zusammen konstruiert wurde, hinten ein Stückchen abschneiden, aber ich habe das ganz einfach mit dem Seitenschneider abgetrennt an der Stelle, an der ich es für richtig gehalten habe. Beschreibung fehlt mir ja leider ein bisschen. Es gibt ein Bild im Internet mit einer roten Trennmarkierung von Kreuz, aber wenn man die Kupplung dann vorliegen hat, habe ich wiederum keine Beschreibung dazu gehabt. Also ich musste mir dann denken, wo das genau sein soll, hat aber im Endeffekt funktioniert. Und insofern muss ich sagen, gestaltete sich der Einbau der Kreuzkupplung eigentlich recht gut. Auch die Kabel sind sehr dünn, es ist ein Kupferlackdraht, lässt sich dadurch relativ gut bei der Baureihe 290 durch das vorgefertigte Loch im Chassis führen. Da habe ich bei der SD-Kupplung große Schwierigkeiten gehabt. Die hat Litzen mit einer Ummantelung und ich denke, für die Beständigkeit der Kupplung ist das besser, weil die Litzen flexibler sind und die Ummantelung die Litzen da vor mechanischen Beschädigungen schützt. Immerhin befindet sie sich im Bereich des Drehgestells und wird oft hin und her bewegt. Da könnte ich mir bei dem Kupferlackdraht schon vorstellen, dass der vielleicht irgendwann mal brechen könnte. Aber für den eigentlichen Einbauaufwand war es bei der SD-Kupplung hinderlich, denn die zwei Litzen waren wesentlich schwieriger einzuziehen durch diese Bohrung in die Baureihe 290 als die feinen Kupferlackdrähte der Kreuzkupplung. Ja, weiterhin muss man bei der SD-Kupplung noch sagen, dadurch, dass sie den eigentlichen Normkupplungsschacht umklammert, habe ich beim Einbau bei der Baureihe 290 große Probleme gehabt und das kann ich bei der Bewertung auch nicht außer Acht lassen. Ich vermute, dass es bei 80-90% aller Loks mit einer Normkupplungsaufnahme diese Schwierigkeiten nicht geben wird. Ich habe es auch spaßhalber bei mir an einer anderen Minitrix-Lok, an einer V200, mal ausprobiert. Da passt die SD-Kupplung auf Anhieb, ohne dass ich da irgendwas dran schneiden oder dran ändern muss. Einfach anstecken und fertig, wie man sich das wünscht. Also eigentlich noch einfacher als die Kreuz, aber aufgrund meiner massiven Probleme bei der Baureihe 290 muss ich den Punkt schon negativ angreifen. Ja, der nächste Punkt wäre das Justieren der Kupplung. Den Punkt gibt es eigentlich im Wesentlichen nur wegen der Kreuzkupplung, denn hier ist Justieren eigentlich unumgänglich. Man muss hier den Metallbügel ganz besonders nach oben und nach unten biegen, wie man das nach seinem Gutdünken für richtig hält. Mit dem flachen Bügel kommt man teilweise nicht weiter. Problem ist zum Beispiel, dass die Kupplung, also die Kupplungen, manche Wagen sind einmal etwas höher und einmal etwas tiefer angesetzt. Und wenn man denkt, man hat die Kupplung schön ausgerichtet für seine Wagen, dann probiert man einen anderen. Und da ist die Kupplung vielleicht viel tiefer oder eben viel höher, also sprich ein Millimeter tiefer oder Millimeter höher, aber das macht bei Spurgröße N halt schon viel aus. Und dann hat man einfach das Problem, dann geht der Bügel nicht mehr, legt sich nicht mehr ordentlich über die Kupplung oder flutscht nicht mehr ordentlich unter die Kupplung des Wagens hindurch. Und das ist dann einfach ein Problem. Teilweise, also im Idealfall ist die Kreuzkupplung so justiert, dass es sich auf 2/3 der Höhe von der Kupplung befindet, entweder von oben oder von unten, dann kann der Bügel gut sich über den anderen drüber schieben und sich einklinken. Und wenn er jetzt
wegen einem anderen Wagen relativ mittig ankommt, das ist die Endkupplung ist ja in etwa so gepfeilt vorne, dann prallt der Bügel der Kreuzkupplung einfach gegen die Standardkupplung und schiebt die Wagen weg, anstatt dass sie sich einklingt, also anstatt dass sie sich anhebt und einklingt. Und im Gegenzug dazu, man merkt schon an der Länge meiner Erklärung, bei Kreuz steckt da relativ viel Aufwand dahinter, Thema einjustieren. Und bei der SD-Kupplung ist das eigentlich vollkommen überflüssig. Also hier hatte ich, wie schon gesagt, einen erhöhten Einbauaufwand, aber Justierung ist nicht nötig. Die Kupplung hängt hinterher dran wie eine Standardkupplung. Es gibt noch den Vermerk in der Bedienungsanleitung, dass gegebenenfalls die Federnase der Kupplungsaufnahme in der NEM 355 ist das der Standardkupplungsschacht, der hat in der Mitte auf der Oberseite so eine ganz kleine Plastiknase, dass man die gegebenenfalls ein bisschen nach oben biegt. Ja, dann haben wir die Betriebssicherheit bzw. die Zuverlässigkeit im eigentlichen Rangierbetrieb. Das ist jetzt natürlich das Wesentliche, finde ich, worauf es ankommt. Und hier muss ich auch wieder sagen, punktet für mich ganz klar die SD-Kupplung. Denn bei der SD-Kupplung kann ich hier teilweise, wie man sich's wünscht, also mit dem Kriechgang, mit Fahrstufe 1, Fahrstufe 2, an die Wagen heranrollen und ganz sanft den Kupplungsbügel einklinken lassen. Das funktioniert vielleicht nicht hundertprozentig, aber es funktioniert eigentlich fast immer. Und wie schon gesagt, auch mit ganz, ganz langsamer Fahrt, so wie man sich eben Rangierfahrten auf der Modellbahn wünscht. Natürlich ist das Spezielle bei der Kupplung jetzt nicht das Einklinken, sondern das Ausklinken. Das Abkuppeln funktioniert eigentlich im Normalfall auch problemlos. Es kann mal sein, dass es sich ein bisschen verhakt, dass es nicht klappt. Aber auch hier ist es nicht hundertprozentig gegeben. Aber es ist schon eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Wagen problemlos entkuppeln können. Und da bin ich eigentlich sehr zufrieden damit. Ja, bei der Kreuzkupplung ist das leider nicht immer so der Fall. Da gibt es also sehr, sehr viele Fehlerquellen. Lustigerweise lässt sich die Kupplung auch relativ gut auskuppeln, finde ich. Also das macht nicht unbedingt große Probleme. Die Schwierigkeiten habe ich eigentlich mehr beim Ankuppeln. Wie schon bereits beschrieben, prallt also zum Beispiel der Bügel gegen die Wagen und schiebt die Wagen erstmal weg. Oder er hebt sich nicht leicht genug an oder ja, weil er eben vielleicht nicht richtig gebogen ist für den entsprechenden Wagen. Es kann passieren, man muss ja nicht mit Fahrstufe 1 oder 2 fahren, sondern schon mit Fahrstufe 5, damit die Lok einfach ein bisschen mehr Drall hat, um gegen die Wagen zu fahren, damit der Bügel auch einklingt. Nur ist das natürlich nicht unbedingt das schöne, feinfühlige Rangieren, was man sich eigentlich wünscht und weswegen man sich so eine Kupplung ja kauft. Ja, bei der SD-Kupplung noch kurz eine Anmerkung. Auch hier gab es kleine Fehlerquellen. Es ist mir mal passiert, hat man in meinem Video, glaube ich, gesehen, dass zum Beispiel der Kupplungsbügel nicht mehr runter wollte. Also der klemmte einfach in der oberen Stellung fest. Also klemmen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es bedarf einen kleinen Rucker. Kann schon sein, wenn die Lok anfährt, dann fällt er eventuell von alleine wieder ab oder die Lok ruckartig stoppt. Ist nicht viel, aber bei mir hakt er ein bisschen. Ich denke, das kommt einfach ein kleines bisschen aufs Spiel drauf an. Geht vielleicht bei der einen oder bei der anderen besser oder je nachdem, wie er eingebaut ist. Ich habe ja bei mir gemerkt, bei mir ist generell ein bisschen ein Klemmverhalten festzustellen, da der Kupplungsschacht von Minitrix ein bisschen zu breit war für die SD-Kupplung und vielleicht hängt es auch damit zusammen und kommt bei anderen gar nicht vor, aber bei mir passiert es hin und wieder mal. Und wenn ihr Langzeiterfahrungen habt mit diesen Kupplungen, jetzt schon ein paar Wochen, ein paar Monate, die SD-Kupplung ist seit Herbst diesen Jahres auf dem Markt, die Kreuzkupplung schon wesentlich länger, dann schreibt sie mir in die Kommentare unten rein und ich denke, es gibt viele, die das auch interessieren. Ja, als Fazit bleibt für mich eigentlich ganz klar zu sagen, Sieger ist die SD-Kupplung. Die Kreuzkupplung hatte einfach den Vorteil beim Einbau. Das finde ich einfach schöner, schneller und einfacher gelöst. Die SD-Kupplung kann hier Schwierigkeiten machen, muss nicht. Aber das, worauf es ankommt, ist ja dann schlussendlich die Betriebssicherheit der Kupplung, wenn man damit arbeitet, wenn man damit auch spielen will, Fahrspaß haben will und seinen Rangierbetrieb durchführen möchte. Und dafür ist die SD-Kupplung einfach, finde ich, einen Ticken besser geeignet als die Kreuzkupplung. Wem jetzt nochmal genau der Einbau der Kreuzkupplung und nähere Details zu der Kreuzkupplung interessiert,
und wie der ganze Einbau speziell bei der Baureihe 290 vonstatten geht, der kann sich natürlich nochmal eines unserer vorherigen Videos anschauen. Das verlinke ich euch hier oben in der Ecke. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und besucht natürlich unsere Website www.nmodellbahn.de, auf der wir für euch immer wieder neue Sachen bereitstellen und auch teilweise ausführliche Berichte über diese Videos, die wir euch hier im YouTube-Kanal zeigen.